Warum, Herr Wagner, wollen so viele Menschen jedes Jahr nach Bayreuth? Ja, ich glaube, dass doch die Wagnersche Festspielidee, der ja also damals auch schon behauptet, es wäre eine von der Industrie verbesserte, unruhige Welt. Na, das hat sich ja natürlich heute noch verx-facht, glaube ich, zu der damaligen Zeit, dass also doch einmal in Ruhe sich einer Sache zu widmen, sowohl vom Zuschauer her wie der Künstler. Denn sonst gäbe es nicht so viele Festspiele. Ne? Also ich spreche von seriösen. Ne? Sag mal, ich glaube, das Bedürfnis ist größer denn je. Und wenn ich also auch insbesondere ins Ausland komme, jetzt auch in Chicago, ob das in Neuseeland war oder irgendwo in Hawaii, es ist doch interessant, wie die Leute, sagen wir, immer mehr nach der Sammlung und nach der Ruhe streben, um sich nicht mit allen Tagesereignissen auseinanderzusetzen und nicht bei jeder Talkshow zuschaut, gell? Und nicht jeden Busen wegen seiner Größe im Fernsehen bewundert. Es ist einfach das Konzentrat, einmal auf sich auf einen Gegenstand einzubeinen. Das ist doch mir zum Beispiel durch die Tätigkeiten, sondern Voraussetzung ist mein Bruder noch eher gelungen wie mir, sagen wir, dass ich mich wirklich, sagen wir mal, intensiv, ne? Deswegen habe ich mich auch bloß auf ein paar Werke konzentriert. Ne? Also, wir fingen ja mit dem Meisterseher an. Sagen wir, das Werk hat mich eben da besonders fasziniert, sagen wir, weil wie das Alltägliche da abgehandelt wird und wie das Menschliche an Bedeutung gewinnt dabei. Und dieses Konzentrat, das ist das Merkwürdige und das haben die Leute eben, irgendwie die Sehnsucht ist vorhanden. Ich spreche nicht, also, denn bei uns haben wir die Snöpse und so, die allgemein, also die überall bei jedem Ereignis dabei sein sollen, die scheiden sich sofort ab. Die kommen ein, zwei Jahre, dann sind sie weg. Gell? Ja, und man darf ja auch nicht, wenn einer Geld hat, darf man ja auch nicht verdammen, wenn er sich für Bayreuth interessiert. Gell? Ja, das, unabhängig davon, das ist genauso wie der Demokrat. Wagner sich also mit den Absolutisten Ludwig II. Bis zu einem gewissen Grad einlassen musste, um überhaupt existenziell weiterzukommen. Da fängt ja überhaupt die Frage des Charakterlosen an oder nicht. Ne? Ich muss in sehr vielen Sachen, jeden Tag kommt mir zum Bewusstsein, dass ich mindestens am Tag 3-4 Mal charakterlos sein muss, um den Betrieb zu führen. Weil vom Charakter her kann ich manches wirklich, verstehe ich, wirklich einfach innerlich. Ne? Das ist ein Zuwider.